Moin, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in dieser Woche von den Gerd News. Ne? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, da freue ich mich ja drüber. Ne? Ja, haben wir schon 5 Tage rum. Ne? Heute ist der 19.01. Ne? Und heute ist der Tag des Popcorns. Das ist ja super, ich gehe nämlich nachher ins Kino. Das heißt, eigentlich bin ich jetzt im Kino. Jetzt, wo ihr das hier seht, sitze ich im Kino. Ne? Weil ich das so gemacht habe. So. Ne? Also der Film ist fast zu Ende jetzt. Also eine halbe Stunde ist der Film zu Ende. Also ich sitze da. Also ich bin hier und ich sitze da. Und außerdem ist heute auch noch der Tag der Konservendose. Die Konservendose wurde am 19. Januar 1825 das erste Mal zum Patent angemeldet. Da hatte die aber noch gar nicht diese zum Aufmachen, ne? Da hattest du nur diese Dosenöffner. Hast du ja heute auch noch, ne? Aber das ist ja erst später gekommen, ne? Dass man das so aufreißen kann. Das sind Mandarinen, die habe ich gerade noch gefunden in meinem Schrank. Ja, ich will mal sagen, auch in so einer Dose hält das nicht ewig, ne? Die ist nämlich abgelaufen, Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2016. Ich will mal sagen, die kann weg. Also selbst wenn man ja sagt, Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt ja nicht, nach diesem Datum stirbst du, wenn du das isst, sondern das ist halt Mindesthaltbarkeitsdatum und ist danach ja auch noch gut, teilweise, ne? Aber ich glaube, ja, ungefähr etwas mehr als ein Jahr jetzt abgelaufen. Ich glaube, die kann weg. Ne? Ja, ohne dass man jetzt sagt, das ist Verschwendung, aber die muss weg. So. Und außerdem ist heute noch der Po-Taster-Tag. Po-Taster-Tag. Was ist denn das? Das ist zurückzuführen auf diesen Schriftsteller Edgar Allan Poe. Ne? Der ist nämlich irgendwann mal gestorben. Und da gab es so einen Typen, ne, der hat sich immer schwarz angezogen, ne, und hat es jeden Tag, ne, am 19. Januar, ne, ist der, wahrscheinlich weil der Edgar Allan Poe am 19. Januar gestorben ist, ist der da hingegangen und hat da jedes Jahr 3 Rosen draufgelegt auf dieses Grab. Total, man wusste nicht, wer das ist. 3 Rosen darauf gelegt und noch so eine Flasche mit irgendeinem Zeug. Und das hat er jedes Jahr gemacht von 1945 bis 2009. Wahrscheinlich ist er da dann selber gestorben. Vom Alter her kommt das ja hin. Ne? Also, das ist ja mysteriös. Aber darauf ist halt, deswegen ist heute hier der Po-Taster-Tag. Nächstes Thema, seht ihr hier auch schon, ne? Orkan. Wie heißt sie? Friederike. Ne? Orkantief Friederike hat gewütet. Ne? Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in ganz Europa. Also nicht ganz Europa, also ne? Halt auch Holland und so. Ne? Und da seht ihr ja hier, LKW kippt einfach mal um. Ne? Der fliegt ja auch durch die Gegend, der Typ, der Mann hier, ne, fliegt erstmal durch die Gegend vom Sturm. Der konnte nicht mehr halten. Ist irre, was das für Kräfte sind. Ne? Bäume stürzen um, seht ihr ja da, ne? Bäume stürzen um, ist nicht witzig, hat auch mehrere Todesopfer gefordert. Hier der LKW, da ist der Anhänger umgekippt und der ganze LKW ist in die Luft gegangen, hat Pech gehabt. Ne? Ist der schon auf dem Rastplatz gefahren. Und um sich zu schützen, hat nicht geholfen. Ne? Ne? Oder hier, so ein Windrad, einfach mal weg, umgekippt. Ne? Windrad, und also Kran, der Kran vom Windrad umgekippt. So, hier das Rad. Das Rad fliegt einfach mal so weg. Glück gehabt, dass das keine Leute getroffen hat. Ne? Das war in Holland. Ne? Hier, Wahnsinn, was da alles passiert. Der Baum kippt da einfach um auf die Autos. Ne? Ey, das ist... Und wie gesagt, mehrere Todesopfer in Deutschland hat es gefordert, dieser Orkan. Ja, also diese Orkanin eigentlich, ne, ist ja Friederike. So, hier, da fliegt einfach mal so ein Dach weg. Wahnsinn. Das sind ja Bilder,
die kennt man, also das hat man ja lange nicht gesehen. Ich glaube, den letzten Orkan hatten wir 2009. Ne, da hatten wir ja auch so einen schlimmen Sturm. Hier, Container. Container am Hafen kippen einfach mal so um. Und die wiegen was. Die kippen nicht ein, der kannst du nicht einfach mal. Also da hängt, da ist Kraft hinter. Wahnsinn, was da so passiert ist. Ne? So ein Dixie-Klo fliegt da durch die Gegend. Hier, Flugzeug landen. War unmöglich. Guck dir das mal an. Der kann gar nicht richtig landen. Ne? Jetzt kommt der nächste gleich. Der ist durchgestartet. Jetzt kommt der nächste. Und der schafft es dann irgendwie. Ne? Aber das ist der Aufgabe. Ne? Das ist, also der kann man nicht einfach Autopilot und hier einfach mal landen. Nee, da musst du selber hier Hand anlegen. Damit du überhaupt runterkommst, heil. Also, das hat ja Auswirkungen gehabt, wie gesagt, mehrere Todesopfer. Also mein Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen, ne, von den Leuten, die da erschlagen wurden. Ne? Ja, das ist ja so. Nächstes Thema. Heute Nacht ist was passiert. Und zwar ist eine Ära zu Ende gegangen. Eine Ära, die mehrere Jahre gedauert hat, ich glaube 15 Jahre, ist zu Ende gegangen. Der Fernsehsender N24 existiert nicht mehr. Ist weg. N24 einfach abgeschaltet. Weg. Aber warum? Wenn ihr jetzt darauf geht, wo der Fernsehsender N24 war, dann ist da jetzt der Fernsehsender Welt. Weil die N24 hat sich umbenannt in Welt. So. Und nicht nur das, die haben natürlich auch Studios und alles umgebaut. Das ist eine Prozedur, die schon seit 2 Jahren geplant ist. Also es ist nicht einfach mal so, sondern da haben die Leute Gedanken gemacht und haben das 2 Jahre geplant und haben letzte Nacht N24 abgeschaltet und Welt angeschaltet. Bin mal gespannt, was sich da ändert. Ich glaube nicht viel. Ne? Es bleibt ein Nachrichtensender. Aber ich wünsche dir Erfolg. Ja, das war schon die erste Woche Gerd News. Hat ja gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ich habe es immer geschafft, um 19 Uhr das Video hochzuladen, ne, damit ihr auch eine Regelmäßigkeit habt. Ich hoffe, das werde ich in Zukunft auch schaffen, ne, dass um 19 Uhr das Video online ist. Hier rechts seht ihr gleich noch ein Video von gestern, von den Gerd News. Hier seht ihr noch ein anderes Video von mir und in der Mitte könnt ihr raufklicken, könnt ihr mich abonnieren, da würde ich mich drüber freuen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und da oben kommt noch ein Kanal rein, das ist, sind die schönen, die Otter, ne? Die von Ottawa. Ne? Die haben das meiner Meinung nach auch verdient, weiterhin auch monetarisieren zu können. Deswegen kommen die da oben rein, die Otter, also Ottawa. Ne? Guckt euch das mal an. Ne? Und wir sehen uns dann nächsten Montag um 19 Uhr, hoffe ich. Bis dahin.